Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim, genauer gesagt der Dämmerwacht oder dem Dämmerwacht DLC, was ich ja hier gerade spiele. Das ist jetzt der zweite Aufnahmeversuch, nachdem dann eben mittendrin einfach mal die Aufnahme meinte, nö, ich habe keinen Bock mehr und sich verabschiedet hat. Wenn ihr wollt, dass ich mitkomme, darf uns niemand mit einem ziemlich dicken Lag. Habe ich mir erstmal dazu entschieden, Sport zu machen und probiere es jetzt einfach nochmal. Ich benutze aktuell nicht Fraps, sondern den MSI Afterburner mit dem Lagarit-Codec. Dem Lagarit Lossless meine ich. Teste das jetzt einfach mal an, wie es so läuft. Es lief bis zu dem Zeitpunkt, wo es abgeschmiert ist, verdammt gut. Und dann halt nicht mehr. Bin ich dann entsprechend mal gespannt, ob das jetzt dann funktioniert oder nicht. Akademie von Winterfeste. Ich weiß jetzt natürlich schon, was passiert. Ich habe das ja schon gespielt, was dann in dieser Folge jetzt drankommt. Und naja, mal abwarten. Und was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, aus irgendeinem Grunde sind die Ladebildschirme kürzer. Ich weiß nicht, ob es am Aufnahmeprogramm liegt oder an irgendwas anderem. Ist aber auch egal, Hauptsache sie sind nicht so elendig lang. Ihr hättet mich auf dem Höhepunkt. Ja, sei leise, Mjoll. Das möchte jetzt keiner wissen. Und wenn ich mich recht entsinne, können wir auch einfach hier lang gehen. Weil das nämlich genau so dahin führt. So. Da, mit dem da müssen wir sprechen. Die Erzmagier hin oder her. Bei meinen Regeln gibt es keine Ausnahmen. Ich muss einen Mottenpriester finden. Ein Mottenpriester? Wozu beim Reich des Vergessens braucht ihr denn einen Mottenpriester? Die Sache geht nur mich etwas an. Sagt mir einfach, was ich wissen muss. Schon gut, ihr müsst ja nicht gleich aus den Galoschen kippen. Die offensichtliche Antwort lautet, geht in die Kaiserstadt. Die Mottenpriester sind im Weißgoldturm zu Hause. Manchmal sind sie unterwegs, um nach einer Schriftrolle der Alten zu suchen. Euer Glück, dass momentan ein Mottenpriester genau deswegen Himmelsrand durchstreift. Er hielt an, um Nachforschungen in der Bibliothek anzustellen, bevor er nach Drachenbrügge aufbrach. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr ihn womöglich noch. Okay, auf nach Drachenbrügge. Nee, ich muss links rum. Gut, da machen wir auch eine Schnellreise hin. Wo sind wir? Da sind wir. Unsere Quest lautet ja, frage dich in Drachenbrücke rum. Ich weiß jetzt schon, wen ich fragen muss. Aber ich tue jetzt einfach mal so, als wüsste ich es nicht. Eine sehr schöne Axt übrigens. Hier. Ah. Gut. Fragen wir einfach mal dich. Hallo. Willkommen, Reisender. Macht in unserer Stadt keine Dummheiten. Nee, mach ich nicht. Habt ihr etwas über den Besuch eines Mottenpriesters in Drachenbrügge gehört? Ein Mottenpriester? Tut mir leid, aber davon habe ich keine Ahnung. Probiert doch mal, eine der Wachen zu fragen. Okay, fragen wir eine Wache. Oh, hier liegen noch Drachenknochen. Was haltet ihr davon? Sammel ich irgendwann mal ein. Wow. Jo, du Schul! Da haben wir dich doch.
So. Irgendwer gestorben? Nein. Gut. Du bist eine Wache, ne? Ja, hallo Wache. Wachen haben von euch erzählt, dass ihr es war, die... Also, sie sagen, dass die dunkle Bruderschaft... Also, schon gut, meine Dame. Also manchmal finde ich diese Dialoge ja echt witzig. Ah, das war also ein Mottenpriester. Er fuhr vor kurzem mit einer Soldateneskorte durch die Stadt. Sie hielten aber nicht an, sondern fuhren direkt nach Süden über die Drachenbrücke. Jetzt habe ich natürlich nicht vorgelesen, was ich gefragt habe. Also ich habe gefragt, habt ihr etwas über den Besuch eines Mottenpriesters in Drachenbrücke gehört? So. Dann gehe ich mal. Das lese ich ja normalerweise immer vor. Da unten dürfte jetzt auch unser Pferdchen stehen. Genau. Mit dem Pferdchen machen wir uns jetzt auf die Suche nach dem Mottenpriester. Na komm, galoppieren wir mal ein bisschen. Oh, verdammt. Absteigen. Das sieht aber nicht gut aus hier. Leiche, totes Pferd und ein Vampir. War ja klar. Vampirnotiz und Gold. Nee, nicht Karte. Objekte, Bücher, Vampirnotiz. Ich habe neue Order für euch. Bereitet einen Überfall gleich südlich von Drachenbrücke vor. Bringt den Mottenpriester zum Ahnenversteck und haltet ihn dort fest, bis ich seinen Willen brechen kann. Malkus. Auf zum Ahnenversteck. Und das ist direkt hier vorne. Hier ist Sprinten. Y ist springen, so. Hüpf, hüpf. Ja, hier jetzt nochmal der Hinweis, nicht wundern, wenn sich die Kamera so langsam dreht. Das liegt daran, dass ich eben mit Gamepad spiele und nicht mit Maus und Tastatur. Weil ich finde, dass sich Skyrim durchaus sehr gut mit dem Gamepad spielt. Also eigentlich mag ich die Kaiserlichen ja nicht, aber ich muss sagen, die Schilde sehen extremst geil aus. So. Schon mal die Waffe ziehen. Da vorne, das sieht doch stark nach dem Ort aus, wo wir hin müssen. Hallo Hundi. Ah, nicht ganz schnell genug. Er konnte mich beißen. Da ist ja noch ein Hundi. Hallöchen. Der kann mich auch beißen, so ein Mist. So. Ich weiß, was da vorne jetzt für einer kommt, deshalb gucke ich mal eben, ob ich nicht irgendwas gegen Blitze habe. So Blitzresistenz. Nee. Leider nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Irgendwo hier ist der Eingang. Genau, hier ist der Eingang. Und genau hier ist ein Vampir. Diener, glaube ich, ne? Ja, Vampir-Diener. Zwei und... Kommt, den blocken. Die ist ja schon gestorben, Mano. Dietrich, viel Gold. Keine orkischen Pfeile, schade. Okay, hier oben ist nichts mehr, aber da ist noch jemand. Oh, Elfenpfeile. Elfenpfeile, wow, Zwergenpfeile. Geil. Habe ich eigentlich gerade die...
Ich glaube, das, ja doch, von den Texturen her müsste dieser eine Mod aktiv sein. Mit den anderen Bluttexturen. So. Da. Alter. Geht doch. Deshalb hasse ich diese Blitzattacken. Weil die einen auch ein bisschen langsamer machen und eben verdammt effektiv sind. Dietrich Gold. So. Ohne Leiche. Hier Malkus. Na, Weichsteinfokus. Oh. Ui, Nordstreitkolben. Der kommt in meine Sammlung. Was haben wir hier noch so alles drin? Dietrich Gold. Naja, brauche ich alles nicht. Da ist Mjoll, das ist gut. Ja, Mjoll übrigens mit ihrer wunderschönen Nordrüstung hier. Ich finde die ja einfach nur geil, diese Nordrüstung. So, setzen wir den Fokus ein. Und warten ab, was passiert. Aber mein Meister ist tot. Seine Feinde werden oh, verdammt. Aufhören! Ich füge mich! Gut. Schlaue Entscheidung. Ihr habt nicht gegen mich gekämpft. Ich stehe für die rechtzeitige Rettung in eurer Schuld. Geht es euch gut? Es geht mir gut, dank euch. Ich heiße Dexion Evicus und bin ein Mottenpriester des Weißgoldturms. Diese Vampire behaupteten, ich könnte ihnen nützlich sein, aber mehr sagten sie nicht. Vermutlich hoffen die Dummköpfe auf ein Lösegeld. Ja, nicht ganz, denn ich weiß, warum sie euch gebraucht haben, denn wir brauchen euch aus dem gleichen Grund. Tatsächlich? Nun gut, genug Geheimnisse. Sagen wir ihm die Wahrheit, wir sind die Dämmerwacht und ihr müsst eine Schriftrolle der Alten für uns lesen. Joll, wie oft soll ich noch sagen? Sei leise, wenn die Großen reden. Ihr habt eine Schriftrolle der Alten? Bemerkenswert. Ja, durchaus. Falls mich mein Geschichtswissen nicht im Stich lässt, meine ich mich zu erinnern, dass die Dämmerwacht ein uralter Orden von Vampirjägern war. Ha, genau. Ich helfe euch gerne mit der Schriftrolle der Alten. Sagt mir einfach, wohin ich gehen soll. Ihr könnt uns in Festung Dämmerwacht finden, nahe Stenders Stern. Nun gut, ich werde mich beeilen, bevor noch mehr dieser Vampire auftauchen. Gut, bis dann. So, machen wir uns auf den Weg. So, hier ist die Treppe. Um Isran von unserem wunderschönen Erfolg hier zu berichten. Na, und ich hoffe, das Spiel verabschiedet sich jetzt wieder nicht, beziehungsweise die Aufnahme. Warte, falscher Satzbau. Nicht wieder. So, verabschiedet sich jetzt nicht wieder. Oh, ganz vorsichtig. Okay. Dann weiß ich nicht, woran das eben lag. Da lang. Und hier oben raus. Sehr schön. Ist die Frage. Ich glaube, am besten mache ich wieder eine Schnellreise. Ja. Das ist doch ein ganz schönes Stück Entfernung, leider. So. Schnellreise zur Festung Dämmerwacht. Genau. Thank you.
So. Sind wir da und auf hinein. Das finde ich ja ganz gut an Skyrim. Es gibt dann zwar immer, wenn man in irgendein Gebäude geht, einen Ladebildschirm, aber die Gebäude sind ja quasi in sich abgeschlossene Welten, so gesehen. Also bei Skyrim, das System funktioniert ja so, wenn du eine Tür öffnest, trittst du ja quasi einen Teleport und wirst dann in diese andere Welt quasi geportet. Sodass zum Beispiel bei einem kleinen Gebäude das Laden sehr schnell sogar geht und du natürlich wunderbar modden kannst einfach, ne? Weil du erstellst dann einfach quasi so einen neuen Raum, da kannst du dann schön was drin aufbauen und dann setzt du einfach in die richtige Welt irgendwo. Ja, danke fürs Unterbrechen. Setzt du dann einfach irgendwo eine kleine Hütte hin und das ist eigentlich wunderbar, aber das Creation Kit ist ziemlich blöd zu benutzen. Gut. Hallo, Isran. Ich bin beeindruckt, dass ihr so schnell einen Mottenpriester finden konntet. So, also das Oberste. Hat er die Schriftrolle? Ist alles bereit? Um die Schriftrolle zu lesen? Ja. Sagt dem alten Mann einfach, wann ihr soweit seid. Sprich mit dem Mottenpriester, der hat auch einen Namen. Aus meiner Reise nach Himmelsrand ist ein richtiges Abenteuer geworden. Ah, hallo. Schön, dass ihr es wohlbehalten hierher geschafft habt, Dexion. Ah, mein Retter. Schön, euch wiederzusehen. Haben euch meine Gefährten willkommen geheißen? Nicht gerade die Gastfreundschaft, die ich gewohnt bin. Aber euer Isran hat halbwegs für meine Bedürfnisse gesorgt. Und wie ich anmerken möchte, dies ist eine bemerkenswerte Festung. Etliche Kollegen daheim würden diesen Ort sicher liebend gern bis ins Detail studieren. Seid ihr bereit, die Schriftrolle der Alten zu lesen? Oh, selbstverständlich. Lasst uns herausfinden, welche Geheimnisse die Schriftrolle uns verraten kann. Wenn jetzt bitte alle ruhig sein könnten. Ich muss mich konzentrieren. Ich sehe ein Bildnis vor mir. Einen großen Bogen. Ich kenne diese Waffe. Es ist Auriels Bogen. Jetzt flüstert eine Stimme. Aus den Reihen der Kinder der Nacht wird ein großer Held hervorgehen. In einer Zeit des Konflikts, in der die Drachen in das Reich der Menschen zurückkehren, wird sich die Finsternis mit dem Licht vermischen, werden Nacht und Tag eins sein. Die Stimme wird schwächer, ihre Worte bruchstückhaft und verzerrt. Doch wartet, es gibt noch mehr. Das Geheimnis der Macht des Bogens steht anderswo geschrieben. Ich glaube, die fehlenden Teile der Prophezeiung wurden in weiteren Schriftrollen festgehalten. Ja, ich kann sie jetzt sehen. Eine von ihnen enthält die alten Geheimnisse der Drachen. Die andere berichtet von der Kraft des alten Blutes. Meine Vision verblasst und ich sehe nichts mehr. Um die komplette Prophezeiung zu kennen, brauchen wir auch noch die zwei anderen Schriftrollen. Ich muss mich nun ausruhen. Das Lesen hat mich erschöpft. Kommt, alter Mann. Ihr solltet euch ein wenig ausruhen. Jetzt bin ich aber gespannt. Dem Echo nach. Ich vermute, die eine Schriftrolle ist die, die wir sowieso schon haben von Habt den Drachen. Zeit für ein kurzes Gespräch? Aber natürlich, für dich immer. Woran denkt ihr? Dieser Mottenpriester Dexion. Er sagte, wir bräuchten zwei weitere Schriftrollen der Alten. Ich glaube, ich weiß, wo wir mit unserer Suche beginnen können. Warum habt ihr das nicht früher gesagt? Die Hälfte der Leute in eurer kleinen Truppe würde mich eher umbringen, als mit mir zu reden. So etwas fördert nicht unbedingt die Gesprächigkeit. Selbst mein Vater hat mir einen herzlicheren Empfang bereitet und das will was heißen.
Was ist zwischen euch beiden passiert? Seit er beschlossen hatte, die Prophezeiung zu seiner Berufung zu machen, haben wir uns voneinander entfernt. Vermutlich sieht er mich nicht einmal mehr als seine Tochter an. Ich bin einfach nur ein Mittel zum Zweck. Wo ist denn diese Schriftrolle der Alten? Wir müssen meine Mutter Valerica finden. Sie weiß ganz bestimmt, wo sie ist. Und mit etwas Glück hat sie sie vielleicht sogar bei sich. Ihr habt gesagt, dass ihr nicht wisst, wohin sie gegangen ist. Das letzte Mal, als ich sie sah, sagte sie, sie würde an einen sicheren Ort gehen. Einen Ort, an dem Vater sie niemals suchen würde. Mehr wollte sie mir nicht sagen. Aber wie sie es sagte, dort, wo er nie suchen würde, sehr kryptisch, aber es war ein Hinweis. Klingt fast, als wäre sie vorsichtig gewesen. Vielleicht. Was ich nicht verstehe, warum hat sie genau das gesagt? Außerdem fällt mir kein einziger Ort ein, an dem mein Vater nicht nachgeschaut haben könnte. Und dazu hatte er auch mehr als genug Zeit. Irgendwelche Vorschläge? Bei der Dämmerwacht verstecken, eingesperrt wie ihr es wart, in Burg Volkiha. Also ich vermute, das, wo er am wenigsten nachgucken würde, wäre Dämmerwacht und danach Burg Volkiha. Fragen wir erstmal bei der Dämmerwacht verstecken. Sie hätten sie noch unfreundlicher empfangen als mich. Es hätte ein Blutbad gegeben. Und da die Dämmerwacht immer noch hier ist, kann das nicht geschehen sein. Naja, ist es nicht unmöglich. In Burg Volkiha. Moment, das ergibt fast einen Sinn. Es gab einen Innenhof in der Burg. Ich half ihr dort bei der Gartenarbeit. Alle Zutaten für unsere Tränke stammten aus diesem Garten. Sie sagte immer, dass Vater diesen Ort nicht ausstehen konnte, weil er ihm zu friedlich war. Ist es nicht ziemlich riskant, in der Burg zu bleiben? Auf jeden Fall. Aber Mutter ist kein Feigling. Das ist... Ich glaube kaum, dass wir dort auf sie stoßen werden, aber ein Versuch ist es wert. Die Leute sagen, Himmelsrand sei eine... Durch die Eingangstür werden sie uns nicht hineinlassen. Das stimmt. Aber ich weiß, wie wir in den Innenhof gelangen können, ohne Verdacht zu erregen. An der Nordseite der Insel liegt eine verlassene Bucht, über die die früheren Besitzer Vorräte in die Burg brachten. Es gibt dort einen Zugang zu einem alten Fluchttunnel der Burg. So gelangen wir hinein. Interessant, interessant. Lasst uns zum Geheimeingang der Burg gehen. Nun, ich nehme nicht jeden mit in die geheimen Bereiche des Ortes, an dem ich aufgewachsen bin. Werdet diesen Eindringling los und wir können uns auf den Weg machen. Ich warte an der Anlegestelle auf euch. Ist gut. Mjoll, du musst jetzt leider warten. Ich sehne mich nach einem Kampf. Hier trennen sich unsere Wege. Ich weiß gar nicht, wo sie dann auf mich wartet. Wie schade. Ich dachte, wir hätten uns so gut verstanden. Ich kehre nach Rifton zurück, falls ihr es euch anders überlegen solltet. Ist gut. Tut mir auch leid, Mjoll, aber da kommt ein Bote oder so. Wer bist du? Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Diese Stadt geht hier wirklich an die Nieren. Wie kommt der Typ aus Riften hier hin? Ja, muss man nicht verstehen. Wie auch immer, bei diesem wunderschönen Anblick, dieser wunderschönen Kuppel, verabschiede ich mich dann für diese Folge. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Skyrim Dawnguard. Bis dahin.